Liebe Schwestern und Brüder hier im Dom und mit uns verbunden über domradio.de und die Empfangsgeräte. Erstmals seit dem Überfall unserer polnischen Nachbarn durch Nazi-Deutschland 1939, das mit diesem Krieg eine Spirale des Schreckens und Mordens in Gang setzte, haben wir gestern erlebt, dass in Europa ein Land einen anderen unabhängigen Staat angreift und bombardiert. Viele Menschen, weit über 100, sind bereits umgekommen. Noch mehr ängstigen sich um ihr Überleben und ihre gesamte Zukunft. Nie wieder die einen gegen die anderen. Nie wieder Krieg. Nie wieder Krieg. Das waren Worte des heiligen Papstes Paulus VI. 1965 bei seinem Besuch in New York bei den Vereinten Nationen. Worte, die aktuell geblieben sind. Krieg ist niemals ein unvermeidbares Schicksal. Es ist immer eine Niederlage für die Menschheit, erklärte der heilige Johannes Paul II. 2003 vor dem Hintergrund des bevorstehenden Zweiten Irakkriegs, den er mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln zu verhindern suchte. Diese Haltung, unzweideutig für den Frieden einzutreten, sollte für uns als Christen selbstverständlich sein. Der Auftrag Jesu an seine Jünger ist in dieser für die Zukunft der Menschen so zentralen Frage eindeutig. Er fordert zur Feindesliebe auf und preist in der Bergpredigt diejenigen selig, die Frieden stiften. Denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Durch sein Lebensbeispiel erfüllte er die Worte seiner Predigt, da er sich angesichts der gegen ihn vorgebrachten Anklage nicht zur Wehr setzte, sondern den Tod am Kreuz auf sich nahm. In ihm, in unserem Herrn Jesus Christus, wird der Wille Gottes offenbar, dass der Friede die ganze Welt umspannen soll. Die Geschichte der Menschheit ist allerdings mit Jesus Christus ja nicht an ihr Ende gekommen. Der freie Wille bleibt, die menschliche Versuchung, den eigenen Vorteil auch gegen Interessen und Freiheiten anderer durchzusetzen, auch die Macht des Bösen, die sich der Menschen und ihrer Möglichkeiten bedient, bleiben. Sie sind durch Jesus noch nicht endgültig beseitigt worden. Wir sollten angesichts dessen, was wir in diesen Stunden und Tagen erleben, auch als Christen eindeutig bleiben. Leider konnte man immer wieder beobachten, dass auch gerade konservative Christen gegenüber Wladimir Putin geneigt waren, die ein oder andere Sympathie zu äußern. Angeblich, weil er bestimmte Werte hochhält, weil er die Nähe zur orthodoxen Kirche suchte, weil er für Recht und Gerechtigkeit stünde. Nein, Kriegstreiber verdienen die Sympathien von Christen nicht. Unsere Sympathien müssen denen gelten, die jetzt um ihr Überleben bangen, um ihre Freiheit, um ihre Zukunft, um ihre Kinder. Der Auftrag Jesu bleibt: Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet. Wir sehen einmal mehr und uns erschreckend nah. Die Welt ist 83 Jahre nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs durch den Überfall Deutschlands auf Polen nicht friedlicher geworden. Kriegerische Gewalt ist zurück mitten in Europa, per Internet und Fernsehen direkt vor unser aller Augen. Sowohl die Politik als auch wir Akteure der Zivilgesellschaft, insbesondere auch wir Christinnen und Christen, sind aufgerufen, uns auf jede erdenkliche Art für den Frieden einzusetzen.
Auch das Gebet ist mächtig, damit wahr wird, was der heilige Paul VI. Vor der UNO gefordert hat. Nie wieder die einen gegen die anderen, nie wieder Krieg, dass die Menschheit nicht erliegt, sondern siegt. Amen.